Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time in Sandrock. Gehen jetzt mal auf den Schrottplatz und bauen hier ab. So. Dann einmal hier den Busraum weg. Das geht jetzt richtig flott. Alles abbauen, alles weg damit. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit dieser Produktionshalle da weitergeht, weil vielleicht muss ich da noch irgendwas anders hinstellen, dass es funktioniert, aber ich bin mir darüber halt echt nicht sicher. Und Gewächshaus müssen wir auch noch irgendwann mal bauen. So, ein bisschen Gummi. So, und der Haufen mit den unterschiedlichen Dingen. Schön Kupferschrott, mechanischer Schrott, das ist auch also was man braucht. Plastik. Gut. Ich muss diese Fliege da jetzt irgendwie mal wegbringen. Hier ist immer diese kleine Fliege, die mich komplett aufregt und mir ins Gesicht fliegt. Ist ja anstrengend. So. Okay. Da hat jemand seine Aufgabe beendet. Fluorid. So. Ich habe dann noch dieses Gewächshaus-Kontrollding, aber vielleicht muss ich das dann ins Gewächshaus stellen. Ich habe keine Ahnung. Ja, aufstellen kann ich es zumindest nicht. Dann wird es wahrscheinlich innen rein dann kommen, wenn ich innen drin, wenn ich irgendwann mein Gewächshaus habe eben. Okay. Produzierst du jetzt noch? Ja. Okay, vielleicht muss man das echt aufteilen, weil wenn die zu groß sind, dass es nicht geht. Weiß ich nicht. Ja, wo ist das Zeug, was ich gebaut habe? Wir bauen dies. So, dann gehen wir mal nach da oben, das wegbringen. So, der Professor Lu ist schon wieder bereit. Dann schauen wir mal. So, morgen ist ja unsere Hochzeit. Auch ganz cool. So spontan einfach mal. Ich habe ja schon ein paar Hate-Mails bekommen. Kann ich da jetzt halt eigentlich mal was forschen, oder? Nee, da sind wir durch mit der Forschung. So, jetzt haben wir einen Farmroboter. Es ist so wunderschön. Hiermit melde ich den Mobilitätsanzugsmodus F als funktionsfähig. Wir haben es geschafft, Layla. Die Beamten und Botaniker werden begeistert sein. Doch jetzt nur noch die Frage, welche Person die Perfektion steuern wird. Möglicherweise ein Wettbewerb. Natürlich wird die Wissenschaft. Du bist diesmal nicht ängstlich. Ich kann definitiv schneller fahren als du. Ich bezweifle deine Fähigkeit nicht, aber ich bin auch sehr zielstrebig. Trotzdem, Modus F ist betriebsbereit, also wenn du soweit bist, können wir den Test jederzeit beginnen. Bürgermeister Trudy kann Piloten das... Okay. Okay, was werden wir testen? Ich freue mich, dass du gefragt hast. Ich verwende einen erheblichen Betrag an Zeit auf die Gestaltung dieses Tests. Die Pilotenprüfung für den Mobilitätsanzug besteht aus drei Teilen. Zuerst kommen die operativen Fragen. Ich denke, die dürften kein der Teilnehmer ein Problem sein. Die beiden anderen Teile sind Pilotenprüfungen, bei denen der Sieger vom Richter ermittelt wird. Trotzdem, Modus F ist betriebsbereit. Also wenn du soweit bist, können wir den Test jetzt beginnen. Bürgermeister Trudy kann den Piloten... Mach schon. Sehr gut. Ich gehe und hole die Bürgermeister Trudy. Ja, cool. Ich bin auf jeden Fall bereit, wenn ich jetzt hier irgendwie rumfliegen muss. Direktor, muss es wirklich sein? Wir nutzen es nur, um Bäume schnell anzupflanzen, nicht wahr? Bürgermeisterin, als du um das Upgrade batest, stimmte ich zu. Und wieso? Weil es ein Traum von mir ist, einen Mobilitätsanzug zu steuern. In der heutigen Friedenszeit gelten dafür strenge Regeln, an die ich mich auch halten muss. Ansonsten wäre das Gewebe der Authentizität zerstört. Welche Regeln sind die von Vega 5? Die sind einfach nur da, okay? Stellst du jetzt zwischen einem Mann und seinem Traum? Nein, gut, bringen wir es hinter uns. Seid ihr bereit? Herr Bürgermeister, das ist eine Frau Bürgermeisterin. Bitte benutzen die Fragen Verhaltenskodex für den Mobilitätsanzug herausgegeben vom Vega 5. Genau. Okay, ich habe alles vorbereitet, Layla. Du auch?
Dann mal los. Okay, erste Frage. Falls dir Fußgänger begegnen, die vor dir treten, während du die Mobilität ansteuerst, musst du um so tun. Für den Kampf vorbereiten, einen Umweg langsam werden, um einen Zusammenfall. Gut, die Sicherheit der Bevölkerung hat Priorität. Okay. Es gibt keine Möglichkeiten, die mit der passenden Reaktion zusammenpassen. Ich werde einen Kraftsprung würfeln und der Situation aus dem Weg gehen. Das gehört sicher nicht in die Antworten, aber okay. Nächste Frage, das ist ein Bild. Falls du der Pilot des grünen Mobilitätsanzugs bist, was solltest du in der vorgegebenen Situation machen? Langsamer um den überholen lassen, ja, die Waffe herausnehmen und gewaltsam umkehren lassen und Vollgas geben, ein Zusammenfall und den zuständigen Roten, ich lasse ihn überholen. Ich bin auch der Meinung, dass die Sicherheit an oberster Stelle steht, ganz egal, was der andere Anzug macht. Und du, Direktor, hier gibt es auch keine passende Alternative. Natürlich. Ich würde den Aktionsmodus aktivieren und anschließend direkt vor den anderen Mobilitätsanzug stoppen und die Regeln erläutern, gegen die ihr sie gerade verstehst. Aber würdest du dich beim Szenario nicht mit denen treffen? Ich würde mich als Aktionsmodus befinden, wenn ich den Kraftsprung aus der vorherigen Frage mache, um einen Zusammenfall vollständig zu vermeiden. Okay. So, das war's mit den theoretischen Zeiten der Prüfung. Nun werden wir mit der praktischen Prüfung beginnen. Wir fangen an mit Layla. Nimm bitte deinen Platz am Mobilitätsanzug ein. Ich will nicht, ich habe Angst. Zu spät. Jetzt sitze ich im Steuer. Okay, lass uns anfangen. Betätige den Mobil und begib dich zum vorgesehenen Ort. Okay, jetzt laufe ich in einen riesigen Roboter rum. Großartig, anscheinend hast du die wichtigsten Funktionen bereits beherrscht. Nimm als nächstes Gegenstand vom Tisch und platziere sie dafür auf den bestimmten Ort. Sammeln. Ich sehe aus wie so ein kleines hoppelndes Roboter-Ding. Gut, Layla, das hast du großartig gemacht. Direktor Key, jetzt bist du dran. Na gut. Oh Gott, die ganze Stadt wird gleich zerstört sein, wenn der das macht. Ach, Key. Ich bin Gongan. Wow, er hat sich voll auf die Fresse gelegt. Alles in Ordnung, Bro. Direktor, alles in Ordnung mit dir? Es geht mir gut. Entschuldige, Herr Direktor. Layla haben alles mit Glanz und Glorie gemeistert. Sie beherrschen in Mobilität. Alter, das ist kein Deutsch. Aber nein, ich. Weiter so. Direktor, keine Sorge. Du hast immer noch die Gelegenheit zu trainieren und dich zu verbessern. Bleib einfach dran. Aber erst wird Layla den Mobilitätsanzug für Projekt Grünland steuern. Einen genauen Zeitplan für die Anpflanzung legen wir bald aus. Ich lasse es dich dann wissen. Ich glaube, das reicht für heute für die Prüfung. Bis später. Ich brauche jetzt einen Tee. Okay. Dann ziehe ich schon mal mein Hochzeitsoutfit an, weil bis zur Hochzeit ist es nicht mehr weit. So. Dann kümmere ich mich noch schnell um den Garten. Und dann können wir demnächst schlafen gehen. Ich muss noch irgendwie schauen, dass ich halt ein Gewächshaus baue. Denke ich, kriegen wir noch irgendwie hin. Frage ist nur wie. So. Ja, dann gießen wir mal alles. Pflanze hat genug Wasser. So. Dann düngen wir mal alles. Ah, das wird gedüngt. So, das sollte eigentlich passen. Okay, das wollen wir dann später weg. Hier jetzt Kupfer.
Ich krieg ja die Sachen auch nicht aus dem Eisenzeug, gell? Aber ich weiß halt auch nicht, wo das dann fertig rumliegt immer. Okay, Titanschrott. Wie lange läuft das? Halt noch 13 Stunden. So läuft es halt den ganzen Tag, machen wir mal so. Nicht, dass es morgen ausgeht, das wäre blöd. Gut, das Schiefersteinziegel. Machen wir noch ein paar Stahlstangen. Machst auch noch ein paar Stahlstangen. Es wird geheiratet. Baut man ja auch noch vor der Hochzeit. Stimmt, wir müssen Gewächshaus noch schnell bauen. Machen wir noch schnell. Kriegen wir, glaube ich, hin. Es soll so schwer sein, ein Gewächshaus zu bauen. Alles. Komplett alles. Wir werden ein Problem haben. So, dann machst du mal keramischen Schrott. Okay. Aber macht ihr da hinten jetzt was oder nicht so? Nicht so, glaube ich. Ja, der hat gerade Pause. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht morgen früh oder so. Mal schauen. So, dann bauen wir noch schnell ein Gewächshaus. Tab. Das Haus verändern. Ja, machen wir nochmal hier rumschleudern. Fabrik. Automatisch. Wenn ich jetzt machen wir mal so ein kleines, aber ich weiß ja nicht, ob das geht. Wenn ich reiße es gleich wieder ab. Soundtor. Ich bräuchte halt irgendwie eine Tür, dass man da auch reinkommt. Sowas hier. Verlassen. Säulentür. Da, nee. Showroom. Alles Gewächshaus versehen. Ja. Okay. Okay. Ich soll aufhören, mit meinem Schwert hier mal rumzuhantieren. Das nehme ich mal mit. Kuh. Okay. Verbraucht halt gar nichts irgendwie. Gibt keinen Dünger. Und das hat er gerade ganz böse Geräusche gemacht. War ein bisschen creepy. Ernest wird geheiratet. Wechsels. Okay, er muss jetzt in den Gartenmodus. Okay. Oder machen wir am besten so ein paar Bäume. Also einen Teebaum brauchen wir nicht, aber vielleicht so ein Kastanienbäumchen. So. Dann den brauchen wir auf jeden Fall, weil der uns jetzt immer ausgegangen ist. Okay, da vorne an der Tür auch noch ein. Okay. So, ich weiß halt auch nicht, ob vielleicht sich irgendjemand dann drum kümmert. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich hier um diesen ganzen, um das ganze Zeug hier zu kümmern. Sandlauch habe ich letztes Mal gesagt, dass wir brauchen, gell? Dann pflanzen wir mal Sandlauch an. Dann machen wir mal ein bisschen Weizen. So. Was brauchen wir noch? Vielleicht Kartmatten. So. Banane. Okay. Muss das Ganze gedüngt werden, aber hinzufügen. Ich habe doch. Warum kann ich keinen Dünger speichern? Teilweise das Wachstum, teilweise Ertrag. Nur so ein Zwischending, oder? Dünger des Bodens.
Okay, ich brauche Dünger. Warum kann ich denn keinen Dünger hinzufügen? Muss ich den in mein Inventar haben, den Dünger? Warte mal, ich renne mal kurz hoch zu Burgess. Wir schauen mal als erstes nach, ob Burgess noch offen hat. Und dann rennen wir hoch zu Burgess und kaufen unser Dünger. Hier mein Hochzeitsgeld muss schauen. Das ist nicht dann irgendwie. Okay, bis 22 kann ich vergessen. Das heißt, ich stelle selber Dünger her. Ich habe genügend Kacke eigentlich da, weil ich jetzt halt immer schön Kacke produziere. So, wie lange dauert da einer? Keine Ahnung, wie lange einer dauert. Wenn 10, 9 Stunden dauern, dann dauert einer fast eine Stunde. So. Mal aufräumen. Jetzt habe ich dann noch so ein Pappelholz bekommen. Ernie. So. Ich habe ja schon im Haus drin, zumindest sehe ich ihn nirgends mehr rumstehen. Okay, da wird der Dünger angemischt. Ah, da sammeln sich meine Tausender schon wieder. Eisenschrott zerlegen abgeschlossen. Ich habe ja keine Ahnung. Fährt ihr da jetzt halt hin und macht da was? Ich glaube nicht, dass ihr da irgendwas macht. Okay, aber wir machen mal. Gönnung. Machen mal an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei My Time at Sandrock. Bis dahin. Bye.